Ja, Momo Leute, euer Zero hier und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Assassin's Creed Black Flag. Ich habe mich mal wieder auf den Weg gemacht, um zur Quest zu kommen. Werf die Top- und Bramsegel! Und somit sind wir auch angekommen. Ich muss mal meinen Ton wieder leiser machen. Und wir werden diese Insel jetzt betreten. War das geplant? Ich soll aufs Schiff raufgehen. Aufs Schiff. Ah, okay, da gehe ich mal ein bisschen näher ran. Ohne es zu rammen am besten. Achso. Vielleicht soll ich doch nicht verlassen. Ah, Captain Kenway. Nehmen wir dein Schiff für dieses Vorhaben oder mein? Erst will ich mehr wissen, bevor ich entscheide. Ah, ein erster Schachzug. Dieses Singvögelchen hier hat mir gezwitschert, dass eine nahe Galeone den Schatz trägt, den ich suche. Ich hoffe für ihn, er hat recht. Hast du alles gut durchdacht? Oh ja. Mit diesem Mann holen wir uns eine portugiesische Flagge, die uns so nah wie möglich an unser Ziel heranbringt. Eine äußerst simple Idee, wenn ihr meine Befehle Wort für Wort befolgt. Dann die Jackdaw. Exzellent. Auf die Black Pearl. Wir sind unter Segeln, Roberts. Wie lautet der Plan? Das Flaggschiff dieser Flotte transportiert einen wertvollen Schatz in einer großen Truhe. Kristallgefäße voller Blut. Vielleicht erinnerst du dich. Wir jagen ein paar Tropfen Blut. Ist das alles? Ich bat dich, meine Befehle Wort für Wort zu befolgen, Captain. Und ich ließ keinen Spielraum, sie zu hinterfragen. Ich will diese Blutfläschchen intakt. Und bekomme ich sie nicht, betrachte ich uns als Feinde. Verstehst du das? Ich versuch's, Ei. Der Typ ist doch krank, oder? Was stimmt mit ihm nicht? Stimmung lockern, Taubsegel retten. Aber gut, wir müssen uns mal wieder durch den Kanal hier durchschwingen. Ich wollte schon Amazonas sagen, aber da sind wir ja gar nicht. Mehr Segel. Alles, was wir haben. Wir waren zwar in Afrika, aber ich glaube, wir sind es nicht mehr. was haben wir denn da? Leicht vom Wind abfallen. Schiffchen. Sind die besetzt? Alle Segel ein. Kommen wir zur Sache, Captain. Siehst du dieses Schiff da? Wir brauchen so eine Flagge, damit der Kniff funktioniert. Wenn ich denen die Flagge stehlen kann, ohne dass sie es merken, tue ich es. Um Himmels Willen, tu es. Oh Gott, ohne dass sie es merken. Okay, okay. Oh, saudações, cavalheiros! E que Deus abençoe ao rei Dom João! Que Deus o guarde e proteja, senhor! Como se encontra nesta noite tão formosa? Dass die immer so laut schreien müssen, ne? Das ist auch mal im Bus. Wenn irgendjemand telefoniert, müssen die Leute auch immer schreien. Warum schreien Leute beim Telefonieren? Nur mal so eine Frage. Sim, senhor. Tudo em ordem, senhor. Estamos apenas à espera que o nosso navio almirante seja reabastecido. Okay, komm. Das zählt nicht. Das zählt nicht. Das zählt nicht, Freunde. Komm. Er hat eindeutig Scheiße gebaut. Da kannst du mir das nicht erzählen. Wieso klettert er da hoch? Wenn der Schweinehund es vermasselt, streiche ich das Achterdeck. Vor allem der Typ, der droht meinen Leuten und sagt, wenn ich es vermassel, streicht er. Oh Gott. Das Schiff mit dem Blut meiner Männer. Wie würde er es alleine machen? Die lassen sich bestimmt nicht freiwillig töten. Ach komm. Nein. Okay, Leute, nein. Nein. So eine billigen Aktion akzeptiere ich nicht. Ich meine, ich kann es akzeptieren, dass ich irgendwie, wenn ich 5 Minuten da ein bisschen rumschleiche, alles mögliche töte, dass ich einen Fail mache und es dann verkackt habe. Aber doch nicht gleich beim ersten Mann. Aber nicht beim ersten Mann. So, wir schwimmen einfach da hinten in die Ecke. Como se encontra nesta noite tão formosa? Muito bem, obrigado. Só um pequeno passeio por entre a frota, porque eles estão todos aí. So, wir müssen uns das Schiff auf jeden Fall angucken. Está tudo em ordem por este
Sim, senhor. Tudo em ordem, senhor. Estamos apenas à espera que o nosso navio almirante seja reabastecido antes de zarpar. Ah, e julgo que um dos nossos... ok. Necessita de um novo macho. Há homens em terra neste momento em busca de uma... Die gucken alle nur in die Richtung. Das heißt, ich komme einfach von der anderen Seite. Was ist denn los? Kommen wir von der anderen Seite. Dos nossos 42 navios, diria que mais de 2 terços são embarcações mercantis. Ach man, ich wünschte, ich könnte das verstehen. Würde ich wissen, was da rumschreit. Aber sich da wirklich die ganze Zeit wiederholt. Sim, senhor, exatamente. Daí as nossas precauções. Com tantos piratas nestas águas, esta frota necessita de bastante proteção. Não é uma tarefa leve guardar quase 3 dúzias de navios. Das war close. Perdão, senhor, mas não estou a reconhecer o seu navio. Nem sequer transporta a bandeira do rei. Komm noch ein Stück näher. Excelente trabalho, senhor. Muito bem. Okay, jetzt könnte ich da bestimmt hochklettern, ne? Ohne dass ich gesehen werde. Assim faremos, senhor. Obrigado, senhor. Oh, bitte. Perdão, senhor. Essa läuft doch einer rum, ne? Ter perguntado antes. Mas temos saco de cartas endereçadas a Salvador e São Paulo. Por acaso vai dirigir-se para Sul? Du kleiner Drecksack. Oh, não. Pelo menos não, não. Lamento. Percebo, senhor. Mas não custa perguntar. So. Está tudo bem por aí, senhor. Tudo bem, obrigado. Oh Gott. Was machst du denn? Danke, wird er nicht mehr schlafen, Mann. Also manchmal ist er wie so eine Kuh, die sich einfach nicht bewegen kann. Alter. Ah, geschafft. Total unauffällig. Hat keiner gesehen. Foi um prazer falar consigo, Doc. Naja. Entregue os meus cumprimentos ao seu capitão. Certo, senhor. Ele de momento está a dormir. Vai lamentar não ter tido a oportunidade para falar consigo. Hä? Hä? Was sollte das denn sein? Oh Mann. Okay, alles gut, alles gut. Certo, senhor. Ele de momento está a dormir. Vai lamentar não ter tido. Calma, Pena. Até a próxima. Geschafft. Du kannst mich doch gar nicht sehen da hinten. Ich bin meilenweit entfernt. Alter. Was für eine Drecksquest. Ich dreh durch. Lass mich durch. Oh. Hast du die Flagge? Ei, wir haben sie schon gehisst. Das sollte genügen. Ich halte Abstand. Immer schön langsam. Ei, die Flagge, die wir stahlen, wird uns nicht ewig vor neugierigen Augen schützen. Por favor, senhor, implore-lhe que considere aquilo que está prestes a fazer. Was? Now impossible. Was hat er gewinselt? Er winselt nicht. Er ist begeistert. Ha! Na, hoffe ich doch. Die Nusso Senhor aufspüren. Haben wir irgendwelche Nebenquest-mäßige Sachen? Nein. Nicht die Kämpfe verwickeln lassen. Achso, okay. Das heißt, ich darf kein Schiff rammen. Aber das klingt nach einer einfachen Quest auf einem Schiff. Nicht zu kämpfen. Ich meine, ich brauche hier einfach nur nicht schießen. Warum vibriert mein Controller? Festwind. Ich hasse es langsam zu fahren. Komm, ein bisschen schneller. Scheiß auf langsam fahren. Direkt voraus. Sie laden etwas von dem Schiff ab. Ist es unsere Prise?
Vielleicht solltest du an Land gehen, Captain Kenway. Ruhe finden. Wenn sie enthält, was ich suche, bring sie. Endlich Land. Oh. So. Nicht den Kämpfe wickeln lassen, ne? Nicht den Kämpfe wickeln lassen. Ich muss mich in eines der Büsche da hinten verstecken. Podemos falar com o capitão do navio? Ah, dafür müssen die beiden erstmal weg. É o próprio. Peço perdão pela minha resposta, Bruno. Sei que tem mais notícias para transmitir. Ey, das Wasser sieht aus, als würde ich da drinne fliegen. A peste? Por Deus, como foi isto acontecer? So klar ist das. Poderemos uma forma de organizar uma quarentena para evitar contar. Certo, senhor. Nós transmitimos a mensagem. A peste? Ups, das war nicht der Plan, aber gut. Nein. Nein, nein, Leute. Das akzeptiere ich nicht. Ihr wisst es, ich akzeptiere sowas nicht. Ein Versuch müsst ihr mir noch gönnen. Ein Versuch müsst ihr mir noch gönnen. Sag ihnen, dass wir die Pest an Bord haben. Sag ihnen, sie soll nicht näher kommen, sonst lohnt sie sich. So, aber dann lasse ich sie auch am Leben. Ganz ehrlich, dann bin ich so fair und lasse sie am Leben. Weil wenn ich sie töte, bringt mir das alles anscheinend einen Scheiß. Oder zumindest hätte es mir was gebracht, hätte ich gewartet. Dann hätte es mir wahrscheinlich was gebracht. Aber ich muss auf die auf jeden Fall loswerden. Zumindest die da hinten. Ach, die hat die ganze Zeit gelabert. Sauber. Ouvi uma história sobre espanhol que veio visitar o nosso almirante. Cá para mim, cheira-me a traição. Sim, ouvi dizer que se chamava Torres. Wie soll ich mich denn nicht in Kämpfe wickeln lassen, wenn da 1 Milliarde Leute sind? Ganz ehrlich. Aber sie haben ihn schon getötet, ne? Schnell, bevor ich noch entdeckt werde. Ja. Ein Berserker-Pfeil wieder zurückbekommen. Sehr schön. Wie stelle ich das an? Ihr wollt mich doch verarschen, oder? Da ist auch noch so ein scheiß Sniper oben. Fass es nicht. Na komm, 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 komm. Darf niemand sehen. Ui. Por muito que amaldiçoe a Marinha, a verdade é que nos faz bem à disciplina. Convés deve ser organizado e tão limpo como o rabo de uma baleia. Alter. Oh, ich bin so angespannt, Freunde. Tut mir leid, wenn ich gerade wenig rede. Aber das ist echt fies hier. Der Sniper kommt gerade nicht. Ich habe einen Berserkerpfeil, damit muss ich den Sniper treffen. Vielleicht kann er nämlich noch ein bisschen was ausrichten. Na komm, Sniper. Kommen Sie näher, kommen Sie ran. Da ist er. Ich darf nicht verfehlen. Ach, den habe ich schon durchsucht, ne? Okay, dann tu was Gutes. Was? Konfliktstatus? Ja, leck mich doch. Mann, das war so gut. Die waren doch beschäftigt. Ganz ehrlich, die waren beschäftigt. Ah, wozu gebe ich mir die ganze scheiß Mühe? Versteht nichts von nicht in Kämpfen wickeln lassen. Ich wurde verarscht. Ich wurde verarscht. Ich bin sprachlos. Ich wurde verarscht. Nicht den Kämpfen wickeln lassen, war mit dem Schiff gemeint. Und danach zählte das nicht mehr. Was für ein Scheiß.
glaube, ich soll das Schiff mit meinem Schiff verfolgen. Ich glaube, das ist der Plan. Bin mir aber nicht so sicher. So, klettern wir mal kurz hoch. Das bemerke ich natürlich erst nach 5 Minuten Schwimmen. So. Lass mich auf mein Schiff. Ja. So, da bin ich. Auf geht's. Die Kiste, die sie an Land zogen, war voller leerer Ampullen. Wo ist der portugiesische Captain? Er konnte nicht mehr von Nutzen sein. Wo ist er? Er schläft friedlich auf dem Grund des Meeres. Wie viele müssen wir töten für diese lausige Prise? So viele, wie sich uns in den Weg stellen. Lehsegel setzen. Okay. Einfach gekillt. Captain. Männer, die denselben Weg gingen und davon abkamen. Wir sind aus härterem Holz, Ade. Wie oft waren das eines Seemanns letzte Worte, frage ich mich. Aufgehen, Segel reffen. So viele Schiffe auf einem Haufen. Ich mach doch gar nichts. Warum vibriert mein Controller? Was soll das? Scheiße. Ach du Scheiße, wie viele Schiffe hier sind. Immer mit der Ruhe, Zero. Immer mit der Ruhe. Ach, das ist. Er kontrolliert kurz bevor ich mit irgendwas zusammenstoße. Ah! Unser Schatz sollte an Bord der Galeone sein. Nimm dir doch einfach das Schiff und spar uns etwas Zeit. Ei, genauso würde ich es machen. Ich bringe uns näher, aber diese Ausgucker werden ein Problem sein. Gut beobachtet. Die erledige ich zuerst. Okay, da muss mal wieder ich ran. Ich mache eigentlich den ganzen Kram. So, haben wir irgendwelche Zusatzaufgaben? Nein, haben wir nicht. Wir können quasi wie ein Berserker reinstürmen. Was ich jetzt noch mache. Ich brauche ein bisschen Rache. Muss ich ganz ehrlich sagen. Ich brauche Rache und ich brauche Berserkerpfeile. Na komm, dreht euch wieder um. Ups. Ach, verdammt. Ich wollte ihn doch so erwischen. Und er hat die ganze Zeit geguckt, der Sack. Ist mir egal. Ich mache euch alle so kaputt. Ja! Ach komm, hey. Wie wär's mit Kontern, Alter? Kontern und töten? Mehr will ich doch gar nicht. Ich glaube, es ist noch zu früh für mich. Ich glaube, ich kann noch nicht damit umgehen. Wie so ein Spiel. Ah, doch, kann ich. Ach, da wird eine Glocke geläutet. Das ist ein bisschen blöd, ne? Jetzt sterbt doch einfach alle, Mann. Kommen einfach immer noch mehr Leute. So, jetzt stirb endlich. So, scheiß auf Schleichen, jetzt haben wir alle getötet. So soll es laufen. Nur der Sniper, der da oben sitzt, hat einfach gar nichts gemacht. So, das Glöckschirm machen wir auch mal kaputt. Ich glaube tatsächlich, dass wir hier hätten schleichen müssen. Keine Ahnung. Ich dachte irgendwie, dass das gerade eine Nebenaufgabe wäre, aber nein, war es nicht. Ach, da stehen drei. Ich laufe mal in die Richtung. Was? Okay, dann laufen wir halt nicht da lang. Ups. Ist mir egal, ich laufe weiter. Mir ist alles egal. Ups. Wenn ihr mich wollt, kommt mit hoch. Ah,
Yeah. Hallo, Surprise! Erledigt. Wir wurden entdeckt. Hat lang genug gedauert. Auf Kampfstation, an die Kanonen. Und zwar alle Mann. Auf deinen Befehl, Captain. Lassen wir diese Bestie brüllen. Okay. Wieder großes Schiff fahren. Vieren und Fahrt aufnehmen. Ach du Scheiße. Feuer! Jetzt soll ich auch noch kämpfen. Oh Gott. Um die Basen in Deckung. Achso. Bereit machen für Aufschlag! Getroffen, Captain! Feuer! Ja, ihr habt gar keine Chance, Alter. Schießt nochmal! Ja! Zack! 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 Nochmal schießen! Zack! Zack! Das ist ein geiles Schiff. Wie sie einfach mal voll am Arsch sind. Ich will auch so ein großes Schiff haben. Oh, Mörser. Ich muss wenden. Nein. Haltet euch fest! Das hat Schaden angerichtet. Was du nicht sagst. Jetzt bricht dich mal mit den Schaden an. Wenn ich sie sehen würde. Da. Feuer! Da, nur ein gut Feuer! Warten auf dein Zeichen! Feuer! Schießt! Easy! Sie stehen am Tor zur Hölle! Für die, uns in den Weg stellen! Aha! Zack! Zack! Feuer! Es will mich rammen! Es will mich rammen! Achtung, Einschlag! Ja, da wendest du lieber, ha? Da wendest du lieber, du kleine Ratte. Ich hab so das Gefühl, dass ich gar nicht kämpfen muss, sondern abhauen soll. Keine Ahnung. Wollt ihr gern schwimmen, hä? Feuer! Sind bereit, Sir! Alles ich hau mal ab. Würde ich mal glatt behaupten. Feuer! Hat's völlig zerlegt. Sektion ist verloren. Ja, lass mich in Ruhe, du kleiner Bastard. Hier. Ja, lasst sie dafür bezahlen. Warten auf dein Zeichen. So, jetzt kommt ihr da hinten. Oder auch nicht. Feuer! Nein! Gebt den Befehl, Sir! Harry, beeil dich, Mann! Ja, wir haben es ja gleich geschafft. Das sind irgendwie Spackos, die uns noch folgen. Aber die nicht mehr so schnell sind wie wir, obwohl wir so ein riesiges Flaggschiff sind. Nichts als Salzwasser! Feuer! Sind bereit, Sir! Ja, ich hab's getroffen! Sie stehen am Tor! Ja! Feuer! So, geschafft. Mars und Topsegel bergen! Anonym? Ach Gott. Feuer! Bring die Hauptsegel in den Wind! So, ich bin anonym! Ja! Meine Prise. Na, die Templer waren fleißig, wie es aussieht. Laurens Prinz Blue. Wertlos. Woods Rogers, Ben Hornigold, sogar Torres selbst. Kleinste Mengen für einen bestimmten Zweck. Bring mich zum Observatorium, Robert. Ich muss wissen, was es ist. Und was dann, hm? Verkaufst du es hinter meinem Rücken? Oder hilfst du mir, es zu unseren Gunsten zu nutzen? Was immer meinem Lebensglück mehr dient. So ein Firlefanz. Ein frohes und kurzes Leben, das ist mein Motto. Mehr Optimismus kann ich nicht aufbringen. Also gut, Captain Kenway. Du verdienst einen Blick. Ist das Blackbeard oder was? Ich dachte, Blackbeard wäre der andere mit dem flauschigen Bart. Moment. Handy!
Was sagst du zu Blackbeard? Nee, doch, war richtig. Unser Kollege, der andere Typ, der war Blackbeard. Alles in Ordnung. Der hatte diese rauchenden Haare. Ja, ja, gut. Nicht den Köpfen wickeln lassen, tötende. Ich hab tausendmal auf Start gedrückt. Ich hab tausendmal auf Start gedrückt. Und da stand nichts von optionalen Zielen. Ihr habt's alle gesehen. WTF. Den Captain mit Hilfe eines Seilschwungs töten. Da stand nichts davon. Ich habe kurz bevor ich das Schiff erreicht habe, sogar Start gedrückt. Und hab geguckt. Ihr erinnert euch, ich hab geguckt. Ihr wollt mich doch verarschen. Erinnerung 01? Ups. Freunde, das war's für heute. Wir sehen uns morgen zu einer neuen Folge wieder. Dann gehen wir weiter voran. Ich weiß noch nicht, wo es hingeht. Aber Blackbards Schachzug auf jeden Fall. Während ihr suche nach einem wichtigen, aber Bartolomeo. Warum heißt es Blackbards Schatz? Schachzug? Keine Ahnung, weiß ich nicht. Vielleicht erfahren wir es morgen. Freunde, wir sehen uns. Wenn euch die Folge gefallen hat, drückt mir einen Daumen nach oben. Das hilft meinem Channel und mich motiviert es für mehr. Haut rein, euer Zero. Tschüss.